So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Letztes Mal die große epische Schlacht um Akala, bei der wir die Festung verteidigt haben. Und jetzt haben wir wieder ganz viel Zeug freigeschaltet. Und ich gehe als erstes zu den Rasseln. Stauraumwaffeninventar plus 2. Her damit. Immer mehr Waffeninventar. Perfekt. Jawollo. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, was noch so alles aufgetaucht ist. Eine weitere Goronenkraftprobe. Da brauchen wir irgendwas zusätzliches Zeug. Was ist es? Oh, Ausdauerhonig brauchen wir 15 Stück. Eieieiei. Dann einmal in den Sensor. Gibt es den schon gerade irgendwo? Jawohl, hier gibt es Ausdauerhonig offenbar. Wie viel? Oh Gott, das wird ja 3 Jahre dauern. Aber gut, dann ist es halt so. Dann, hier können wir was machen. Daruk, Spezialangriffsleiste plus 1. Nice, her damit. Prima. Prima. Dritte Spezialangriffsleiste, sehr, sehr schön. Daruk, Herzen plus 2, her damit. Überlass mir den nächsten Kampf. Jawohl. Zack, damit haben wir das Gebiet hier fertig. Also nicht fertig, aber auf der zweiten Stufe. Hier wieder ganz viel Yunobo, längerer Kombo-Angriff und da brauchen wir die ganzen Elektrodinger. Ach Gott, ach Gott. Kann ich die kaufen irgendwo? Ja, hier. Okay, da hat 10 Stück schon mal, das ist sicherlich gut. Auch 10 Achsen ist sicherlich auch gut. Und auch antike Reaktorkern hatte genau einen. Okay. Ha, jetzt geht's auch schon. Perfekt. Her damit. Ich bin stärker geworden. Ja. So, dann haben wir den. Hier blinkt ganz viel Mifa-Kram. Sidon. Okay, Sidon ist es. Ich sag's nochmal, ich muss das nicht machen, um die Charaktere zu stärken, die ich eigentlich ja sowieso nicht spielen will, sondern damit das Gebiet gelevelt wird, ne? Ihr seht's ja oben bei Ranel, das steigt ja auch, also das gehört ja zu den 100%. Somit muss ich das natürlich machen. Ich möchte alles voll haben am Ende. Aha. Aha. Urbosa ist dadurch aufgetaucht, längerer Kombo-Angriff. Na dann her damit. Das muss ich im Kampf einsetzen. Tu das. Gut. Da geht auch noch was. Herzen plus 2 bei Mifa, sehr schön. Das sollte nützlich sein. Denke ich auch. Dann sehe ich hier unten ein Häuschen. Höchststufe von Waffen erhöhen plus 1 Mal. Wait a moment. Ist mein Masterschwert doch nicht auf der höchsten Stufe? Scheiße. Das geht natürlich wahrscheinlich nur, wenn sie eh schon auf der höchsten Stufe sind. Deswegen geht es nur bei Link. Und somit auch nur bei Master Schwert. Auf 25 wäre es jetzt, okay. Ah, dann kann ich es doch noch weiter leveln. Ja, F. Na dann, 30 Fische. So. Außerdem 30 Gegner-Sachen, irgendwas. So. Außerdem 30 Urkunden. So. Ab dafür. Jetzt kann ich es weiter leveln. Oh je. Oh je. Also geht's dann doch bis 30, wie es Counter am Anfang gesagt hat. Ja gut. Ist in Ordnung. 5% Rabatt auf Hylia Schmiedegilde. Ah.
Oder Heilia. Ein großer Erfolg. Das heißt, jetzt kostet das Zeug weniger. Das ist doch auch schön. So, was haben wir hier? Essen. Du bist ziemlich gut. Fleischpastete. Schaden plus 10%, okay. Tja, das war eine reife Leistung. Feenwasser. Einmalige Wiederbelebung nach Verlust aller Herzen. Oh. Das sollte man mal einsetzen, wenn man merkt, eine Mission haut überhaupt nicht hin. Dann kann man das mal probieren. Linkherzen plus 2. Her damit. Sehr, sehr schön. Link hat noch gar keine dritte Angriffsleiste, sehe ich. Spezialleiste sehe ich gerade. Da ist ja Daruk vorgeschritten. Oh, nice. Ranel ist Stufe 3. Cool. Zweihänder, längerer Kombo-Angriff. Ich glaube, wir haben keinen Zweihänder aktuell, aber ist ja egal. Ich muss es ja eh gesagt, wie gesagt, ich muss es ja fürs Leveln tun. Ne, das ist die nächste Hauptmission. Da ist dann eine Spielmission. Feuer im Versorgungsposten. Okay, das klingt ja auch interessant. Uff. Aber wir gehen das mal weiter rum und gucken, was noch so auftaucht oder aufgetaucht ist. Kampf gegen Wüstenmonster. Okay, auch das sieht gefährlich aus. Uff. Da haben wir was. Riju Herzen plus 2. Da scheitert es gerade an Geld. An Geld scheitert es. Willst du mich veralbern? Sensor einstellen auf Rubine. wo könnte ich Rubine herbekommen? Nein, okay. Sensor wieder aus. Gut, sobald wir Geld haben, wieder genug Geld haben, sind wir dort. Wie viel habe ich denn? Ich kann doch gerade so wenig gar nicht haben. Das erzählst du mir doch nicht. 4043, dann verkaufen wir halt mal eben fix. Ah, hier sind gerade die Monsterdinger im Angebot. Also was im Angebot, ich kann sie für mehr verkaufen. Was nimmt ihr denn so hier für das Zeug? Aber ich glaube, die will ich lieber... Ja, sowas wie Leunenherz, ne? Das will ich, glaube ich... Das würde mich zwar hier 500, aber ich glaube, das würde ich lieber tatsächlich für Missionen wahrscheinlich benötigen. Wo sind denn die Steinchen? Wo sind die Steinchen? Ach, hier. Na, Diamant haben wir auch. Verkaufen wir mal 2 Diamanten. Ich würde zwar jetzt gerne, es wäre, man findet jetzt aber auf die Schnelle, findet man jetzt nicht den Händler, der gerade Diamanten günstig verkauft, ne? Da müsste ich jetzt hier reingehen und, da müsste ich jetzt durch alle durchgehen und gucken, wer gerade Diamanten oder so hat. Na, da ist nämlich gar kein Stern. Na, da ist beim Essen der Stern. Oha, gefunden. Stabil. Yo! Alter, das ist mehr als die Hälfte. Das sind 750 Rubine mehr für einen Diamanten. Krass. Die Händlerin Cosma. Die war ja stabil drauf. Ja, her damit. Sehr gut. Ach, und ich krieg mein Geld wieder. Okay. Ach so, ich sollte das Geld nur haben. Ich muss es gar nicht ausgeben. Ah, umso besser. So, was ist das? Ein fantastisches Resultat. Moblin-Maske. Wozu? Wirst du vielleicht leider für einen Moblin gehalten?
Aber hat es jetzt einen Effekt oder nicht? Wenn man die schon extra freischaltet, hat es einen Effekt, dass ich dann jetzt durch Gegner durchlaufen kann? Oder was sind das jetzt für... keine Ahnung. Wäre natürlich cool sowas. Glaube ich aber irgendwie nicht dran. Okay, da brauchen wir Fischis. Wo gibt's Fischis? Da gibt's Fischis. Hi. 10 Stück. Reichen die schon? Nö. Okay, aber dann kann ich das erstmal wieder aus dem Sensor rausnehmen. Wobei, ich lasse es im Sensor drin. Hier brauchen wir Insektendinger. Wo gibt's die? Die gibt's aktuell nirgends zu kaufen. Short. Das hier können wir machen. Das ist gut. Jawohl. Dann geht's hier noch nicht weiter sonst. Das geht auch noch nicht weiter. Das waren die Rüstungskürbisse. Da geht noch was. Habe ich übersehen vorhin. Mifa Spezialangriffsleiste plus 1. Die hat auch jetzt eine dritte. Ja, bist du. Jo, die kriegen alle eher eine Spezialangriffsleiste plus 1 als Link. Was ist das denn? Und ein Zora Beinschutz, der mir nichts nützt. Cool. Oh, hier ist noch eine neue Mission. Eskorte für den Prinzen. Okay. Also wir haben 3 neue Missionen, die aber jeder spielen kann. Das ist gut. Ich glaube, jetzt haben wir alles gelevelt, oder? Was wir leveln konnten. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, ich glaube, jetzt bleiben nur noch die 3 Missionen übrig. Das ist immer so aufregend, ne? Nach jeder Hauptmission erstmal alles durchzuleveln. Das ist schon cool gemacht. Also ich mag das Spiel. Ich mag es echt. Es ist halt lang. Und das ist für Let's Player ein Problem. Aber gut. Vor allem für jemanden wie mich, der immer gerne schnell was Neues spielen möchte. Das geht halt so nicht. Okay, welche Mission machen wir noch schnell? Eine machen wir noch. Ja, machen wir die hier. Kampf gegen Wüstenmonster. Ich bin gespannt. Auf geht's. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Das Spiel ist echt groß, meine Herren. Ich höre jetzt auf, rumzuhüpfen. Keine Lust mehr auf rumhüpfen. Echt nicht. Genug rumgehoppelt. So. Besiege die schwarzen Moblins, die in Gerudo-Stadt gesichtet wurden. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn es nur in Gerudo-Stadt ist, ist ja okay, aber wir haben die komplette Map hier offen. Das ist natürlich nicht, was ich wollte. Aber gut, da müssen wir nachher wahrscheinlich auch noch rauslaufen. Sollte öfter mal blocken. Jo, hi! Du bist dran, wenn du dran bist, okay? Cool. So. Ich hab gehört, jetzt bist du dran. Nice.
Nummer 1 geht weg und Nummer 2 sagt Hallo. Und verabschiedet sich auch sofort. Das war ein kurzes Vergnügen mit dir, ne? So, tschüss. Und einer noch hier. Au. Was wirfst du denn durch die Gegend, Mensch, Kollege? Beruhig dich mal, ja? Na, das hat nicht funktioniert. Ich will ja nur, dass es schnell geht. So. Und tschüss. Ah, hat nicht gereicht. Ach komm. Ach komm. Ach komm. So, weg mit dir. Und der nächste ist schon da. Jawohl. Wie am Fließband hier, ne? Einer nach dem anderen wird einfach geröstet. So mag ich das. Und tschüss. So, haben wir jetzt hier alle erledigt? Jawohl, jetzt geht's zum Schlachtfeld. Da sind jetzt Wächter unterwegs. Okay. Gut, auf geht's zu den Wächtern. Attacke! Ja, kein Problem. Wenn der zweite da ist, dann ziehen wir einmal mit A durch. Wusch! Und zack! Und du bist auch schon ordentlich vorgeschwächt durch meine A-Attacke. Wie geplant. Oh, da kommt noch einer. Oh, aber der fliegt. Okay, dann laden wir erstmal kurz A auf. Wobei ich ja jetzt als Link gegen den Fliegenden eigentlich kein großes Problem haben dürfte. Trotzdem möchte ich gerne mein A voll haben. Gut. So geht's auch. Ein Moldora, natürlich auch der noch. Gar kein Problem. Den räumen wir auch noch weg. Moin. Wusch. Und wusch. Eis. Ach, sie sind so einfach, die Dinger. Wenn sie im Original auch mal so einfach gewesen wären. Eieiei. Ei, ei.
Toll. Na komm, mach dein Ding. Du lernst nicht aus deinen Fehlern. Guten Appetit. Der Signature-Move mit der Bombe am Ende. Stabil. Gut, das war die Nummer. Keine schwierige Mission. Einfach durchmetzeln. Alles wunderbar. Irgendeine EP-Dings dabei. Nö, schade. Ich weiß jetzt halt nicht, welche am Ende wieder stärker EP bringen und... Aha. Warum ist da jetzt ein Stern drüber? Ach so, wegen erhöhter Verkaufswert wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da ist auch ein Stern drüber. Ja, okay. Alle mit Stern sind erhöhter Verkaufswert. Ich verstehe. Gut, das war die Mission. Die Frage ist, schalten wir eine neue frei oder bleibt es dabei? Das hat sich ungewollt gereimt. Wir schalten eine neue frei. Okay. Vergrabene Schatztruhen. Na, dann gehen wir doch gleich da rein. Was wir haben, haben wir. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, ob es Crocs in der Mission gab. Oh mein Gott. Ich hoffe einfach mal nicht. Finde die Schatztruhe. Was? Wie finde die Schatztruhe? Muss ich jetzt hier rumlaufen, bis ich eine Schatztruhe im Boden finde, oder was? Vielleicht hätte ich mal die Geschichte dazu lesen sollen. Ausnahmsweise. Aber ich weiß gar nicht, was es mir bringen soll, jetzt hier zu kämpfen. Wenn ich irgendeine Truhe finden soll. Die Musik ist auch stabil. Ah! Du bist nicht die Schatztruhe, offenbar. Du Hund! Du bist auch die... Ah, ich verstehe. Ach so, hä? Eine Schatztruhe wurde entdeckt. Das war die richtige, okay. Aber es gibt anscheinend mehrere. Ach, jetzt ist Leune. Ja, moin. Hey, du hast eine Truhe gefunden. Hier ein Leune ins Gesicht. Alles klar. Stabil.
Mist. So, jetzt erstmal hier. Weg mit dir. Schade. Aber beim Leune fehlt halt auch nichts mehr. So. Habe ich jetzt den scheiß Magus angegriffen? Es darf doch nicht wahr sein. So. Flup. Flup. Ich bin zu langsam für das Eis bei den Dingern, ne? Alter! Aber das war's. Und tschüss. Okay, also hier war eine Schatztruhe und dann gab's Leunen und das war die Mission. Okay. In der Hoffnung, dass es hier keinen Krog noch gab, bin ich zufrieden. Ah, weg, weg, weg. So, egal. Gut. Die Frage ist wie immer, war das die eine? Nein, es geht weiter. Zwei neue Missionen, okay. Ach so, mehr so versteckte Schätzkram. Okay, das ist jetzt so eine Reihe. Gab es hier einen Krog? Nein. Dann zur nächsten Schatzmission. Da gibt es auch keinen Krog. Auf geht's. Dann suchen wir hier doch auch noch Schätze. Warum nicht? Oh Mann, oh Mann. Ach, wirklich? Ich frage mich, ob da noch irgendwas auftauchen kann, was ich noch nicht wusste. Okay, ja gut, hier jetzt eine Truhe suchen. Wird jetzt auch nicht sonderlich schwierig. Ach so, es ist gar keine Truhe suchen. So, es ist einfach zum Ziel gehen. Aber es ist schon von Anfang an klar, wo das Ziel ist. Ja gut. Dann gehen wir halt einfach zum Ziel, ne? Okay. So, das war's mit ihr. Mit ihm. Aber das Tor ist noch nicht offen. Was muss ich jetzt machen? Muss ich die alle besiegen erst?
Weil die Hauptviech habe ich ja erledigt, ne? Also eigentlich. 10 Stück dann noch, okay. Ist jetzt das Tor offen? Jawohl. Okay. Macht euer Ding, ist in Ordnung. Keiner was dagegen. Wo laufe ich denn hin? So, hier außen rum. Also runter. Dann hier durch. Jetzt ist mein AE voll, jetzt ist es auch geil. Ach so. Du musst den letzten Jägeroffizier noch besiegen. Na komm her. Und wieder ein Leune. Safe. Ah, super. Ja, gut. Meinetwegen auch super. Ah, schade. Zu langsam. Aber trotzdem zieht ihn das ganz gut ab. Hui! Okay. Wenn du meinst, super, wenn du meinst, dann ist es halt so. Doch, doch, ich würde schon widersprechen. Was ist denn das für eine... Will ich doch gar nicht... Wollte ich doch gar nicht nutzen, aber hey, irgendwas habe ich gemacht. Irgendwas habe ich eingesetzt, ist okay. Wow. Stabile Attacke, mein Freund. Und tschüss. Juhu. Das war das. Ach, wieder wegmachen, das Zeug. Okay, ist egal, was wir wegmachen. So. Ach, keine Ahnung, ist egal. Weg damit. Na komm. Okay, das war die letzte Mission in der Reihe. Dann, was willst du von mir? Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Oh, hier ist was aufgetaucht. Schlachtinfos, Schatztruheninformation. Oktorok-Urkunde. Sag nicht, es wird auch noch angezeigt, ob man alle Schatztruhen gefunden hat. Hi. Ah.
Sag nicht, das wird auch jetzt noch... Oh nein. Oh nein. Ich muss noch stärker werden. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl gerade. Aber erstmal neue Rüstungskürbisse kaufen. Ausdauerhonig ist es. Oh nein, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Wo kriegen wir denn mal ganz schnell Octoroks her? Ich weiß, in ganz vielen Missionen gibt es Octoroks. Ich brauche eine kurze Mission. Eine kurze Mission. Theoretisches Impasse-Training kurz gewesen, oder? Aber hier kriege ich Octorok-Urkunden? Nee, ich glaube, das ist für die Fische. Ah, ich muss mal die anderen Sachen rausnehmen. Was ist jetzt noch drin? Da ist noch drin. So. Ist immer noch die Mission dabei? Ne, die ist jetzt schon nicht mehr dabei, siehst du? Ja, da gibt's auch Octorok. Das ist jetzt weniger, was ich suche. Nee. Das war auch keine kurze Mission. Ach komm. Nein. Oder ist die kurz? Ich erinnere mich nicht. Ist die kurz gewesen? Wir gehen mal rein. Wir gehen mal fix rein. 5 Octorok-Urkunden brauche ich. Und dann kriege ich Schatztruhen-Infos für Missionen. Hilfe. Sag nicht, Schatztruhen sind auch noch 100%. Die zu suchen wird ja noch schwieriger. Oh Himmel. Ah, das war diese Entkomme-Mission, okay. Dann wäre jetzt hier erstmal die erste Frage. Sind die Octoroks überhaupt auf dem Weg oder musste ich die irgendwie extra suchen? Alter, mach die doch einfach weg. Wie wär's denn? Na, die Frage ist jetzt halt wirklich, wo ist die Octorok? Auf welchem Weg? Ah, scheiße. Okay, da ist noch zu. Da! Das waren schon mal 4 Stück. 5? Okay, wir haben alle. Wir haben alle. Oh, das waren sehr viele. Sehr schön. Okay, perfekt. Okay, perfekt. Das ist mein Weg. Optimal. Hier gibt es Octoroks in Massen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau das suchen wir. Okay. Mehr Octorok, jawohl, hier weg mit euch. Alle weg, Nudeln. So. Einfach durch. Na komm, scheiß drauf. Und tschüss. Hey, ein Tor hat sich geöffnet. Ab dafür. Ciao. Okay. Ich denke, das war mit die kürzeste Mission, die ich nehmen konnte, um Octorox zu finden. Zumindest so viele. Ja, dann gib halt den scheiß Ast ab, ey. Octorok-Urkunden. Jawohl. 5 haben wir gebraucht. Jetzt bin ich gespannt, was das jetzt für eine Anzeige wird. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ja, der Schatzdetektor verfügbar. Wie viele Schätze noch an einem Ort versteckt sind. Oh mein Gott. Gehören die jetzt, aber ich meine in den Thun, also bei den Krogsamen, die nutze ich halt für spezielle Sachen. Aber gehören die Schatztruhen zu den 100% dazu? Da haben wir alle. Da geht schon los. Oh. Aber als wir damals, das kann doch nicht sein. Als wir damals hier die Krogs gesucht haben, ich meine, da habe ich ja schon alles gründlich abgeguckt. Wo soll denn da jetzt noch eine Truhe sein, die ich nicht kenne? Da haben wir alle. Auch hier, wir haben doch bei der Krogsuche haben wir doch alles abgeguckt. Wo sollen denn da noch Truhen sein? Oh Gott. Ja, genau. Genau. Aha. Alter. Aha.
nee. Oh Gott. Wo? Wo habe ich die denn übersehen? Das wird doch eigentlich auch alles abgelaufen. Ich meine, ich bin ja auf der Suche nach Crox eigentlich sorgfältig. Und dabei laufe ich doch eigentlich alles ab. Wo sollen denn da noch Truhen sein? Da haben wir alles und das ist die letzte Mission aktuell gewesen. Und die Nebenmissionen, gab es da auch noch Truhen? Da gab es ja schon eh ganz selten Crox, ne? Das kommt ja noch dazu. Aber die Crox hier haben wir auch, wenn es da welche gab. Das ist schon mal gut. Aber die Truhen, willst du mich veralbern? Ich laufe doch jetzt nicht noch ein fünftes Mal die ganzen Stages ab. Das ist ja sick. Mein klar sind die Truhen ganz woanders versteckt wie die Crox. Das ist mir schon bewusst. Aber, das ist ja richtig widerlich. Oha! Eskorte für den Orni-Besucher, fehlt uns ein Crox. Da gehen wir gleich nochmal rein. Da gehen wir gleich nochmal rein. Das war die lange Mission mit dem, das war die lange Mission mit dem Leunen am Ende, ne? Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Oh, ich kann nur mit ihm spielen. Oh, nö. Wieso habe ich das nicht gesehen? Ach, scheiße. Ja, komm. Jetzt ist auch egal. Aber habe ich mich auch da nicht eigentlich recht gut umgeguckt, weil ich doch auf der Suche war nach Dings, nach Heilung und so? Habe ich mich doch eigentlich auch umgeguckt? Oh, ich könnte schon wieder... Ah, was soll's. Aber die Truhen, was zur Hölle? Das ist nicht, was ich freischalten wollte. Nicht mal im Ansatz. So, wir gehen das mal hier nach hinten. Aber da ist schon mal nix. Okay. Also dann! Hier war ich auch mal drin, aber so richtig umgeguckt habe ich mich nicht, vor allem weil ich nicht wusste, dass es einen Crox hier gibt. Kurz war ich mal hier, aber halt nicht so bewusst. Ne, hier ist nichts weiter. Okay, also am Anfang ist schon mal nichts. Dann ist hier in dieser Lücke, könnte noch was sein. Da war schon ganz oft ein Crox drin. Aber da ist auch diesmal nix. Maschinengewehr! Ich kann mit dem einfach nicht umgehen. Es ist furchtbar.
Der hat so eine ganz komische Steuerung. Ich komme nicht klar auf den. Super, super getroffen. Oh man. Ich kann ihn halten. Ich kann ihn nicht steuern. Ich check nicht, was ich mit dem. Alter, ich check den einfach nicht. Hallo, was ist denn jetzt? Wie gefällt euch das? Aha. Ich meine, er bleibt halt auch nicht auf einer Stelle stehen. So, er saust überall rum und keine Ahnung, ob ich dann so treffe. Ist ganz merkwürdig, der Typ. Nicht schlecht, sag ich mal. Ja, halt doch die Klappe. Nicht schlecht, sag ich mal. Oh. Richtig schlecht, sag ich mal. So, hier ist nix. Ach, jetzt kommt der Typ wieder. Ah, ich kann mir denken, wo der Krog ist. Ich bin hier bestimmt damals nicht außenrum. Doch, bin ich. Dann ist er hier nicht. Schade. Na gut, es war ein Versuch. Ach echt? Ich meine, ich könnte jetzt ja auch wieder meinen Feuerstab einsetzen, ne? Selbst hier oben kann er nicht einfach mal stillhalten. Wo schießt du denn hin? Bruder. Der macht mich wahnsinnig. Ich treffe ja nicht mal irgendwas gerade. Oh, der ist aber richtig schnell wieder aufgetaut. Was zur Hölle? Eingefroren. Ach, leck mich doch fett, echt. Das ist echt so ziemlich die letzte Mission, wo ich nochmal den Krog suchen wollte. Also jeder andere hätte ich genommen, aber die ist kacke. So, jetzt mach dich weg. Oh, halt die Schnauze.
Ich habe gerade überlegt, ob die Truhen von diesen Vorposten auch dazu gehören. Na, zu denen, wisst ihr schon. Zu den Kisten, die man finden kann. Aber dann dachte ich mir, die gehen doch automatisch auf. Also ich glaube nicht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir die Kisten machen sollten, dann mit Guide. Ich gehe jetzt nicht noch. Ich hab ja schon. Es ist doch nichts anderes, ob ich die Crocs suche oder ob ich die Kisten suche. So, ich hab doch schon in allen Richtungen geguckt, um nach den Crocs zu suchen. So, die Kisten jetzt noch zu suchen, ist doch der gleiche Müll. Also wenn, dann mache ich das mit Guide, bin ich ganz ehrlich. Alles andere ist ja komplett bescheuert. Ich weiß nicht, wie ich den Typen steuern soll, ne? Alter! Noch einmal sagst und du wirst es noch öfter sagen, dann muss ich dir leider ins Gesicht hauen. So, aber hier ist auch kein Krog. Also langsam wird es kritisch. Da unten, wo ich hin konnte, da gucke ich jetzt auf jeden Fall nochmal nach. Aber da war vorhin auch kein Krog. Da wird auch jetzt keiner sein. Aber wahrscheinlich ist da schon einer und ich habe mich nicht richtig umgeguckt. Was dann umso peinlicher ist, weil, ne? Hier war das für den Feuerstab, das Ding. Aber mehr ist hier auch nicht, ne? Ich habe jetzt nichts, übersehen. Da sind auch keine Steine zum Sprengen. Nee. Aber in den anderen Ecken war ich doch auch schon. Oh Mann. Wo soll denn dieser Kack-Krog sein? Keine Zurückhaltung mehr. Ist es mein Scheiß Ernst jetzt, dass ich das A verschwendet habe? Bevor ich es nochmal verschwende. Aber immerhin haben wir gerade ein Level abbekommen. Das macht die Sache schon mal einfacher. Wie gefällt euch das? Ganz fantastisch. Aber die zwei reichen halt schon wieder aus, um mich fast komplett zu erledigen. Es ist unglaublich. Wie gefällt euch das? So.
Das war's jetzt hier scheinbar. Hier ist auch kein Krog. Jetzt kommen wieder die Ork-Trog da vorne. Oh wow, ich treffe überhaupt nicht. Aber hier ist auch nichts, was irgendwie zum Sprengen aussieht oder wie ein Krog oder sonst irgendwas. Ne, hier ist einfach nichts. Da unten darf ich noch nicht rein, da kommt der Leune. Ich muss hier noch außen rum. Ich muss jetzt nochmal hier rumgucken. Ich muss ja hier muss ich irgendwo einen Krog übersehen haben. Es geht gar nicht anders. Ja, und jetzt, wo ich weiß, dass hier einer ist, gucke ich halt nochmal ganz genau hin. Ne? Aber hier ist offensichtlich nichts. Dann kann er ja nur in der anderen Richtung noch sein. Aber auch da habe ich mich ja eigentlich... Oh, scheiße. Da bin ich schön dran vorbei. Da bin ich schön dran vorbei. Ach, es ist zum Kotzen. Echt. Okay, jetzt kommt wieder der tolle Leune. Richtig Bock. Das ist nur Scheißgeld. Ah, nee! Komm schon! Nice! Schluckflammen. Anders kriege ich den nicht. Ich muss es so machen. Nice. Aber das zieht halt eben kaum was ab, ne? Das ist... Scheiße. Jetzt wird's kalt. Das kriegen wir hin. Den habe ich, jawohl. Ausweichen. Und jetzt. Nice. Da drüben. Nice. Okay, wenn ich so ein paar rausgedrückt bekomme, dann passt's auch. Oh Mama. So, das war alles nur wegen diesem einen Scheiß-Krog nochmal, ey. Alles nur wegen diesem einen Scheiß-Krog nochmal durch diese blöde Stage. Junge, 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 Junge. Ey, aber die Schatztruhen, ich komme nicht drauf klar, ne? Wie gesagt, machen wir mit Guide und dann ist es okay. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt so egal. Oh, nee, echt. Das kann doch echt nicht wahr sein. Also... Uff. Ganz großes Uff. So, das war die Nummer. Ach so, da wir gerade eine Mission gemacht haben, können wir natürlich gleich nochmal einkaufen. Fernsehen in einer Minute ausgeschaltet. Ich spiele mittendrin. Leck mich doch. Unfassbar.
So, hier, das können wir aktivieren. Das können wir aktivieren. Beides gibt es zu kaufen. Das eine hier. Das dauert noch 3 Jahre, bis wir das voll haben. Aber die Insekten kriegen wir jetzt voll. Ne, kriegen wir nicht voll. Hab nichts gesagt. Vergesst es einfach. Aber ey, ich meine, hier Truhen suchen. Guckt euch die Kacke an. Oh, wo sollen die denn? Nee, echt nicht. Wir haben doch schon bei den Crocs alles abgesucht. Wenn es eine Truhe wäre, würde ich es mir noch eingehen lassen. Aber ich habe doch schon bei den Crocs alles ab... Ich meine, es gibt auch noch so Truhen, die vergraben sind. Vielleicht sieht man die kaum. Keine Ahnung. Ah, das ist ja krank. Also wer das ohne Guide spielt, Respekt. Ich habe keine Lust mehr darauf. Crocs werden wir weiterhin ohne Guide suchen, das erste Mal, ne? Und beim ersten Mal natürlich auch die Truhen, ganz klar. Aber, ne. Ich meine, bei der neuesten Mission haben wir ja alle Truhen, ne? Da gab es 3 Stück, super. Aber, ne. Also, ne. Ich renne jetzt nicht nochmal suchend durch die Level durch, wirklich nicht. Gut, aber das alles im nächsten Mal, in der nächsten Aufnahmesession. Vielleicht kommt es wieder irgendein Projekt dazwischen, wir werden sehen. Ne? Ihr wisst ja, Hyrule Warriors ist so ein bisschen... Mein, es zieht sich hin, Projekt, weil ich immer zwischendurch was anderes mache. Mal spiele ich eine Isaac-Runde. Mal gibt es was im Maker zu erleben. Wir haben im Maker jetzt, glaube ich, bestimmt auch schon wieder 2 Ninjiwan verpasst. Es ist halt so. Ja, und dann hat man auch so ein SMW-Hack letztens dabei. Diesen Kaizo-Hack von den Rocket Beans. Ja, und mir wurde geschrieben, ich soll wieder mehr SMW machen. Ich weiß. Ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Das ist das Problem. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Ja. Und sage Tschüss.